Hallo ihr Lieben. Ja, sie sind da. Viele von euch haben das sicherlich schon bei Instagram verfolgt. Gestern in den ganz frühen Morgenstunden, zumindest ging es da los, wir haben das erste Mal für mich mehr als fünf Welpen. Es sind vier Mädchen und zwei Jungs. Und ja, es ging also vorgestern Abend los. Wobei da eigentlich auch schon an dem Morgen, weil sie in der Nacht schon gezittert hatte. Und in der Nacht davor habe ich ja gedacht, naja, 58. Tag hat sie bisher immer so gemacht, wird sie wieder machen. Nein, bei Maybe ist immer alles ein bisschen ungewiss. Ja, auch das mit dem Temperaturabfall, da habe ich mich immer drauf verlassen können, dieses Mal nicht. Es ist also alles irgendwie ein bisschen anders gelaufen als sonst. Ganz anders. Ja, ich habe immer schön Protokoll geführt und das mache ich, ja, das mache ich eigentlich bei jedem Wurf. Ne, hier steht immer ganz genau, was für ein Verhalten meine Hündin gezeigt hat. Also, es ging schon mittags mit Hecheln los. Und das ist halt auch, ne? Das war bislang noch nie so, dass das von diesem Wehenhecheln noch so lange gedauert hatte, bis der erste Welpe kam. Aber, um 1:18 Uhr kam der erste Welpe und das eben auch auf etwas unkonventionelle Art und Weise, sage ich mal. Ich war in der Nacht bestimmt 20 Mal mit Maybe draußen. Ist normal, dass die Hündin, wenn sie diesen Druck spürt, erstmal denkt, dass sie Pipi machen müsste und verlangt dann halt auch, dass sie rausgeht. Und so war es jetzt halt auch, ne? Sie stand an der Tür und also habe ich sie geschnappt und nach unten getragen. Und ja, als ich mir die Schuhe angezogen habe, fiel dann der erste Welpe aus ihr raus. Also er hing aus ihr raus. Ich hatte ein Handtuch schon extra in den Händen, falls das passieren sollte. In den Lehrbüchern liest man das ständig. Nehmen Sie eine Taschenlampe mit in den Garten und ein Handtuch. Es könnte sein. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Welpe im Garten geboren wird oder sowas. Und ich habe noch immer gedacht, welche Hündin macht denn sowas? Meine. Nicht im Garten, aber im Schuhflur. Ja, unten hat Maybe den dann auch noch abgenabelt. Ich habe ihn dann im Handtuch eingepackt, erstmal hier nach oben gebracht. Ja, und dann ging es auch Schlag auf Schlag weiter. Meine Kinder waren natürlich um die Zeit längst im Bett, aber die hatten gebettelt, dass ich sie wecke, dass sie zumindest eine Geburt irgendwie mitkriegen. Dann habe ich also meinem Mann gesagt, er soll jetzt mal die Kinder holen. Und in der Zwischenzeit kam der zweite Hund, eine kleine Hündin, auf die Welt. Dann lagen meine Kinder hier im Bett und sind schon so halb wieder eingenickt, als weitere 10 Minuten später, nee, nicht mal, 8 Minuten später, sah ich, dass da gleich was kommt und sagte den Kindern, passt auf, ne, seht ihr das? Das sind die Wehen und gleich, ne, kommt hinten langsam, kann man langsam was sehen. Ja, in dem Moment presst Maybe und dreht sich dabei um. Klatscht ein Welpe irgendwie, der schoss so aus ihr raus und landet in der Wurfkiste. Mein Sohn hat es nicht gesehen, er hat sich die Augen zugehalten. Ja, das war der dritte Welpe. Und Maybe hatte, ja, war jetzt auch einfach kaputt, ne? Also die hat ja den ganzen Tag schon mit so Hecheln und Zittern und sonst was alles so Energie kostet, verbracht. Da war die jetzt nach drei Welpen echt platt. Und dann hat sie erstmal geschlafen. Es kam immer mal wieder Wehen und es war auch klar, dass das jetzt noch nicht fertig war. Also man konnte das sehr gut fühlen. Und man konnte aber auch sehr gut fühlen, dass die noch sehr, sehr weit
hinter den Rippen lagen. Also bis zum Ausgang war das echt eine Strecke, das mussten die jetzt erstmal durch Wehen hinter sich bringen. Ne? Und zwischen Welpe Nummer 3 und Nummer 4 lagen also tatsächlich 2,5 Stunden. Man sagt so zwischen 2 bis 4 Stunden Pause, da sollte man dann schon mal den Tierarzt kontaktieren. Ich hatte meiner Tierärztin auch geschrieben, aber es war für mich rein logisch, dass das lange dauern würde, bis die sich eben von da hinten bis zum Ausgang vorarbeiten würden. Ja, und also ist alles ganz normal gewesen, so. Da kam dann, ne, es war erst Rüde, Hündin, Hündin und jetzt nochmal von vorne, Rüde, Hündin, Hündin und wieder, ja, innerhalb von kürzester Zeit hintereinander weg hat sie wieder 3 Welpen geboren. Ja, dann natürlich kommt immer wieder die Frage, was sagen denn die anderen Hunde? Ach, ja, das war schon sehr süß. Also Boots kennt natürlich die Gerüche. Lief also da ganz aufgeregt rum, so von wegen, Frauchen, Frauchen, du glaubst es nicht, aber hier sind Welpen. Ich kann das riechen. Also die war wirklich ganz, ja, ganz, ganz fröhlich einfach. Und es ist ja bei uns so, dass die Hunde grundsätzlich nicht nach oben dürfen. Ausnahme eben, wenn sie Welpen haben oder wenn es ihnen nicht gut geht, dass man sie beobachten will. Und Lotta ist die Ausnahme. Lotta gehört ja meinem Sohn und schläft also auch immer dort im Zimmer. Ja, jetzt muss man sagen, dass Lotta schon ganz schön taub ist. Man muss sehr, sehr laut mit ihr sprechen inzwischen und auch schon leicht dement. Also ja, die stand jetzt hier vor der Tür und tüdelig neugierig und Maybe liegt hier und knurrt sie an. Das hat jetzt Lotta aber nicht gehört. Ja, da muss man dann schon so ein bisschen aufpassen, weil die, ja, einfach wie so eine verwirrte Oma einfach weitergeht, ne? Und da will ich natürlich nicht, dass sie von Maybe irgendwie einen Anschiss kriegt. Naja, also wie gesagt, bei Lotta immer ein bisschen aufpassen, dass die hier nicht reinlatscht. Und Jessie ist, ja, da war die Tür hier oben offen und man konnte unten im Flur die Welpengeräusche hören. Maybe war auch unten, dann krähen die halt immer ein bisschen rum, weil Mama weg ist. Und Jessie läuft zur Treppe und legt den Kopf schief und läuft wieder zu mir und wieder zur Treppe und legt den Kopf in die andere Richtung und war also sehr verwirrt, was das für Geräusche sind, und dann konnte sie nicht an sich halten, da ist sie hochgerannt. Sie ist nicht bis zur Wurfkiste gekommen, Maybe sagt ihr dann schon Bescheid. Also es gibt hier keinen großen Stress, die würden sich nicht beißen oder so, aber man muss es nicht drauf ankommen lassen. Und ich will auch Maybe nicht unnötig hier Stress zumuten, dass sie Angst haben muss, dass einer ihr die Welpen klaut, ne? Ja, und Pepe hat vermutlich noch gar nicht mitgekriegt, dass es Welpen gibt. Der ist da nicht so. Ja. So, also im Moment sieht es so aus, dass sie einfach noch sehr viel schlafen, natürlich, sehr viel trinken und wachsen müssen. Und in 2 Wochen ungefähr sind dann die Augen geöffnet und bis dahin müssen sich auch die zukünftigen Besitzer noch gedulden, bis sie kennenlernen. Also, ich halte euch auf dem Laufenden. Bis die Tage. Was? Du hast den Kanal noch nicht abonniert? Dann aber los!